Auch im Mountainbike-Sportbereich ist der E-Antrieb mittlerweile angekommen und völlig etabliert, wie diese Fullies und Hardtails von Merida zeigen. Viel Neues gibt es heuer auch bei den Cruiser-Anhängern. Ganz besonders hervorzuheben sind Hundeanhänger in verschiedenen Größen, für kleine Hunde, große Hunde. Und auch ein sehr schön gestylter neuer Lastenanhänger. So, und an Stefan Wallner von eMotion E-Bikes Wien die Frage, was sich Neues im Bereich Lastenrad und Kindertransport getan hat. Ja, von Riese und Müller gibt es jetzt neu das Load 75, vollgefedert, mit bis zu 3 Kindersitzen, optional nachrüstbar, starken CX-Motor und wie gesagt halt eben durch die Federung sehr komfortabel und viel Platz vorne für die Kinder. Der neue Pedelec-Helm von Arbus ist ein Helm, der sich speziell an E-Bike-Fahrer richtet. Er ist besonders sicher, besonders komfortabel und ganz neu, er hat ein auf- und abklappbares Visier.